Waffe eines Kriegers, 50 Gold. Oh, ich stelle nicht viel Damage, die macht. Schattenwaffe. Ach, das sind die Sachen, die ich dem verkauft habe, lol. Na, dann lass mal. So. Vielleicht eine Munition. Was ist denn hier der Büchsenmacher? Ah, der war hier hinten irgendwo. Was gibt's zu essen? Lol, sieht aus wie der Koch. Ah, das ist ein normaler Wächter. Oder der Typ mit den Schrotflinten, der war doch hier hinten irgendwo. Aber wo hat er seine Schmiede? Rohstahl. Ah, hier ist ein Büchsenmacher. Ich glaube, wir sind am Pennen oder so, weil. Keine Ahnung. Ist irgendwie nicht unter. Da war doch was! Gordon. Ach, das ist der Schmied. Oh, was ist denn hier der Typ mit den Musketen? Braucht Munition? Hallo? Test 459? Schon mal eine Lagerkiste drin. Das ist einer von den Wächtern. Ah, hier hinten am Lagerfeuer sind welche. Mal gucken. Einer von denen, ah, hier der Claude, der macht die Musketen. Der Stanley. Oder war das der aus dem Lager? Bringen wir das über Schusswaffen bei. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Stimmt, der war das mit den Schurfchen. Doppelläufige Pistole. Vielleicht crappen wir uns hier. Dann können wir zwei Schuss abfeuern. Die kostet aber 750 Gold. Jetzt mal die Kugeln, 100 Stück. Altes Wissen, eine Spitzhacke. Dann gehen wir mal auf Verkaufen. Ich guck mal, was ich noch so Schönes hab. Vielleicht kann ich dir mir so ein paar Dolche verkaufen oder so. Wenn das so schön ist. Funkelnder Goldring. Könnte man eigentlich hergeben. Oh, ich guck erstmal ein bisschen. Kugeln, die behalten wir. Eisenerz auch, das sammeln wir mal schön. Den goldenen Pokal können wir mal einhängen, haben wir ein bisschen mehr Gold. Knochen können wir auch verkaufen. Zum Krallen, weiß ich nicht, hier die Krallen von den Tieren lassen wir erstmal so. Ja, das können wir auch erstmal so lassen. Was der mit den Bolzen hier macht, der. Denke auch, wir kaufen uns mal 6 Stück. So. Irgendwelche Ratschläge. Irgendwelche Ratschläge, die du mir mit auf den Weg geben kannst? Ein paar Tipps natürlich für die Insel. Nur einen. Bleib immer im Training. Lol. Nimm mich zum Beispiel. Die meisten hier halten das für Zeitverschwendung, aber ich. Ranio. Wo habe ich nur meine Seife? Lol, der sucht Seife. Wir haben deine Seife nicht. Haha. So, was mir das Fleisch spritzen. Okay. Aber wir brauchen bessere Ausrüstung. Ihr müsst doch eine Rüstungsteile oder so haben. Bald ist es soweit. Wir speichern mal. Okay. Oh Mann, nicht die Geschichte wieder. Psst. Hey, du! Komm mal her! Was geht? Nicht so laut! Sonst kriege ich wieder Ärger mit den Wächtern. Lol. Du gehörst nicht zu den Wächtern. Nee, Magie war mir noch nie geheuer. Ich bin Fischer. Ich war schon Fischer, bevor die Magier hier auf der Insel ihre Experimente gestartet haben. Aha, ein Fischer also. Und was fischst du hier oben im Lager? Gar nichts. Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Ruffel. Warum müssen wir überhaupt flüstern? Die Wächter wollen nicht, dass ich jemand um Hilfe bitte. Warum? Was ist daran verkehrt? Weil ich die Leute mit meiner Geschichte nur verrückt mache. Na, der bestimmt. Das hat zumindest Hartwig gesagt. Was ist dein Problem? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Die kurze reicht mir. Okay,
Meine Freunde Tokel und Lina bewohnten bis vor kurzem mit mir die Fischerhütte. Eines Tages jedoch zog dichter Nebel auf. Ich meine, so richtig dichter. Also wirklich dicht. Jetzt sag einfach, was Sache ist. Mann, du hast es aber eilig. Also gut. Ich bin hierhin geflohen und weiß nicht, was mit ihnen passiert ist. Jetzt suche ich jemand, der nach ihnen sehen kann. Ich kümmere mich um die Sache mit deinen Freunden. Danke. Endlich tut hier mal einer was für mich. Ich denke, du solltest mit der Suche bei der Fischerhütte beginnen. Sei aber vorsichtig. Mit diesen Biestern ist nicht zu spaßen. Na, bestimmt hier die Spinne. So. Gibt es sonst noch etwas, das ich über deine Freunde wissen muss? Naja, vielleicht solltest du dich mal auf der kleinen Insel im See umgucken. Vielleicht hat Tokel sich dorthin zurückgezogen. Aber das ist nur eine Vermutung, nichts weiter. Ruffel. Warum hört hier eigentlich niemand auf mich? Hey, ich bin Agila. Wenn du was Besonderes brauchst oder ein paar Kristalle loswerden willst, bin ich dein Mann. Was kannst du anbieten? Alles, was du brauchst. Okay, ach, der hat hier Tränke und so. Kristallring, boah. Dieser Kristall aus dem Minen von Talanen speichert magische Energie. Oh, geil. Dann bist du als Mana-Tank. Tank der Überzeugung, Tank der Ehrfurcht. Viele Tränke und so. Boah, ein Dietrich kostet 100 Goldmünzen. Vergoldete Kugel. Durch ihr Gewicht besitzt sie eine Stärke. Durchschlagskraft, Pistolen plus 10. Kristallfackeln, Heilung, Heilzauber. Kristallmagie, oha. Schade, ich hab gedacht, er hat vielleicht Rüstung oder so. Sie werden kommen und sie werden sich höchstens einen Satz halten. Der eine Typ, der hier beim Lager war, der vorne Sachen verkauft hat, ist irgendwie schlafen oder so, keine Ahnung. Na, ich würde sagen, wir gehen nochmal hier vorne hin und suchen dann hier Monster zu killen. Und machen uns auf dem Weg in den Nordwesten. Ich glaube, da ist nämlich einer von diesen Kristallminen. So. Oder wir killen hier neben die Spinnen und gehen zu dem Dingens. Hier zu dem kleinen Hütte hier oben. Kriegen wir wieder ein bisschen mehr XP. Mal die Schlotflinte. Damage, die Flinte bei den Spinnen machen. Ja. Und dafür war mehr Damage wie das normale Schwert, was wir haben. Nice. Plus 50 Rune-Punkte. Die haben auch eben die ganze Zeit hier die Geräusche. Spinne. Okay, die Muskete, die macht doch ganz schön Damage, finde ich. Lol, die Spinne hat die Scavenger gekillt. Oh ne, der schläft, Ruffle. Boah. Boah, da neben ist noch einer. Hab ich gar nicht gesehen. Ich dachte, er hat einen Schlaf neben. Boah, knall ihn noch ab. Zwei geschossen. Oh.
geil. Oh, eine Spinne. Oh, Leute. Oh mein Gott. Aber die macht schon mehr Damage, die Muskete. Beziehungsweise die Schuldfinde. Na, laden wir nochmal schnell. So. Ich würde sagen, wir spielen erstmal die zwei Spinnen und machen dann die Scavenger. Muss auch nicht so lange nachladen. Der zweite Risen-Teil ist mir schon aufgefallen. Bei Risen 2 musste man nämlich ein bisschen länger loaden. So, okay. Mal kurz, ob es hier oben noch irgendwas gibt. Okay. Was auch immer das sieht ziemlich groß aus da hinten. Was ist das denn für ein Vieh? Was bist du? Eine Grabspinne, oha. Okay, die sieht erstens eklig aus und die ist gefährlicher als die kleinen Feldspinnen. Geh weg! Verschwende, du Biest! Ich hasse Spinnen. Mal gucken, wie die XP gibt. Meine XP und kann auch was blühen, ne? Nein. Okay. Da oben sind noch zwei Scavenger hier bei der Hütte. Ach, die sind am Schlafen, das ist das Geräusch gewesen. Okay. Mehr Rum haben. Ich muss irgendwo mehr Rum kaufen. Aber hier vorne die Monster, die gehen mir irgendwie auf den, dass sie hier die vorne den Weg zum Stand blockieren. Die nerven mich irgendwie. Fleisch und eine Zunge. Okay, die Scavenger schlafen alle noch. Luxus. Fuck, kein Panther. Ah, vorbeigeschossen. Pflanze. Feuerblume. Löffel. Okay, welchen